Army, go home. Army, go home. Wie schon in den vergangenen Jahren protestieren Ostermarschierer gegen die Kriege in Afghanistan und Irak. Sie fordern Abrüstung, Entmilitarisierung, gewaltfreie Konfliktlösung und die Beseitigung aller Kriegsursachen. Army, go home. Go home. Stopp den Nachschub für den Massenmord von der Airbase hier am Wald. Stopp den Nachschub für den Massenmord am Pfälzerwald und in Spandau. Schließ die Airbase, bevor der Krieg uns zerfetzt und zerknallt. Hier in der hessischen Landeshauptstadt wenden sich die Friedensaktivistinnen und Aktivisten aktuell gegen die Verlegung des europäischen Hauptquartiers der US-Armee von Heidelberg zur Airbase nach Wiesbaden-Erbenheim. Sie kritisieren, dass Wiesbaden dann noch mehr zur Militärdrehscheibe und in grundgesetzwidrige Angriffskriege der USA hineingezogen würde. Kein Blut für Öl kein Blut. Wie es heißt, bevorzugen die US-Militärs den Standort Wiesbaden, weil sie am bisherigen Hauptquartier in Heidelberg deutlich stärker mit Antikriegsprotesten konfrontiert waren, als in ihrem Stützpunkt in der hessischen Landeshauptstadt. Wir werden in Wiesbaden nicht tatenlos zuschauen, wie man Erbenheim zum Hochsicherheitstrakt ausbaut. Im Geiste der Heidelberger Proteste werden wir in Wiesbaden dort weitermachen, wo unsere Friedensfreundinnen und Freunde nun hoffentlich zu einem guten Ende gebracht haben. Nachdem das Stadtparlament mehrheitlich mit Stimmen von CDU, Grünen und FDP das US-Hauptquartier ausdrücklich in Wiesbaden begrüßt, sollte jeder Bürgerin und jedem Bürger in dieser Stadt die allgegenwärtige Gefahr von Anschlägen bewusst sein. Ich will keine Panik verbreiten, gewiss nicht. Vielleicht passiert auch nichts. Es bleibt aber immer noch das Gefühl, von Wiesbaden aus wird logistische Kriegsführung ausgeübt. Die deutsche Beteiligung in Afghanistan war von Anfang an ein Teil eines Krieges und keine humanitäre Aktion. Wir wollen weder passiv noch aktiv Angriffskriege unterstützen. Bundeswehr, du hast in Afghanistan nichts verloren. Bundeswehr, du hast im Roten Meer und überhaupt im Ausland nichts verloren. Soldaten, komm zurück, zurück im Zorn. As many of you know, Wiesbaden is soon going to be the headquarters of the U.S. Army in Europe. 5th Corps is going to be moving to Wiesbaden. And I think it's very important that everyone here understands that this is going to be basically the brains for all of the Army's European operations. And it's going to play a critical role in the occupations of Iraq and Afghanistan. And working against the base here is very directly working against the wars in Iraq and Afghanistan. And pressure needs to be put on this place right here, the Hessische Landestag, the German government, and the US military to get out of Wiesbaden and to close down the US Army Europe's headquarters here. Or what will soon be their headquarters here. Soldat, go home. 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 Go home! So, liebe